Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder Minecraft. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Aber wie ihr schon im Titel gelesen habt, ja, hat das irgendwie auch einen Grund, weil ich denke, für dieses Thema ist es besser, wenn ich Minecraft aufnehme. Weil man da, glaube ich, besser mitschneiden kann. Egal. Ich erkläre euch das alles jetzt gleich noch. Und ich habe schon wieder Teleporter. Ich könnte mir jetzt natürlich ein Schwert machen, ein Eisenschwert. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so eine. Ob ich das möchte. Oder ob ich. Das ist aber auch schon wieder so eine Scheiß-Map, ne? Da sind die ganzen Kisten immer so weit oben. Und hallo, Hase. Das mag ich nicht. Das gefällt mir nicht. Oh, da kommt schon einer zu mir. Okay, er steckt sich lieber hoch, anstatt zu kämpfen. Okay, nee. Auf dich habe ich leider echt keine Lust. Ich gehe jetzt einfach. Das kann ich gut, wie so ein Hase einfach wegrennen. Das klappt super. Ja, aber kommen wir jetzt mal endlich mal zum Thema des heutigen Videos. Ihr habt es eh schon im Titel gelesen. Und ich denke, die meisten haben deswegen auf das Video geklickt. Und zwar geht es darum, dass ich jemanden suche, der meine Videos cuttet. Für alle Leute, die sich jetzt denken, hey, wozu brauchst du einen Cutter, bla bla bla. Es geht nicht um meine Videos im Generellen. Ich will jetzt nicht meine Videos im Generellen gecuttet bekommen, sondern es geht halt so um Special-Videos oder eine Special-Zeit, wo ich halt nicht so viel Zeit zum Cutten habe. Und da suche ich halt Leute, die irgendwie Lust haben, Erfahrung zu sammeln oder was weiß ich, einfach Lust haben, mit mir zusammenzuarbeiten, wie auch immer. Aber um was geht's überhaupt? Also, drüber nachzudenken habe ich letztes Jahr, also ich habe angefangen, drüber nachzudenken über so einen Cutter letztes Jahr. Oder was heißt letztes Jahr? Es war eigentlich dieses Jahr im Februar, wo ich in der Berufsschule war. Weil da habe ich gemerkt, ich habe in dieser Zeit einfach absolut keine Zeit fürs Schneiden. Ich hatte in der Zeit, also ich habe immer 10 Wochen lang Berufsschule und das 6 Tage die Woche. Jede Woche ungefähr 4 Tests, lasst mich nicht lügen, aber es ist schon echt, echt viel. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, ja, also damals schon, ja, du brauchst gar nicht zu mir kommen. Ich sehe dich nämlich, my friend. Sehe dich nämlich. Alter, wie schnell ist denn der? Ah, will ich gar nicht kämpfen. Ich gehe jetzt nochmal darüber. So, und dann esse ich schnell was. Schaut, wie er wegrennt. Hä, war das nicht gerade der Typ, der in meiner Nähe war? Aua. Okay, doch, tschüss. Ui. Und wieder weg. Und das... So, ja, noch einmal. Jedenfalls, in dieser Zeit, in dieser Berufsschulzeit, die ich hatte, wo ich wirklich einfach nur extrem inaktiv war, dachte ich mir, okay, vielleicht suche ich mir jemanden, der Lust hat, meine Videos zu schneiden. In dieser Zeit, in dieser Spanne. Jetzt ist es demnächst bald wieder so weit, dass ich vom September bis Mitte November nicht mehr da bin. Also, was heißt nicht da bin, aber... Oh mein Gott. Da hat jemand dieses Scheißkit. Und ich habe Katze. Was ist Katze? Was bringt mir Katze? Oh mein Gott, warum nehme ich zufälliges Kind, wenn ich nicht weiß, was Katze bringt? Ja, jedenfalls brauche ich jemanden in diesem Zeitrahmen vom September bis November, der für mich so 1-2 Videos die Woche schneidet. Ich habe den Gedanken dann aber auch ein bisschen weitergeführt, also noch ein bisschen mehr drüber nachgedacht, ob ich nicht vielleicht sogar noch öfter jemanden brauche. Und bin dann auf die Idee gekommen, so, ja, wenn ich in Suche zum Beispiel länger überlebe, dann bräuchte ich eigentlich auch jemanden, der mir hilft. Das heißt, ich suche auch gleichzeitig noch jemanden, der für mich meine Suche-Videos schneidet. Kommt natürlich darauf an, wie lange ich überlebe. Und dann auch noch, was mir auch ja eingefallen ist, ist jemand, der mir ab und zu mal meine Twitch-Videos oder meine Twitch-Clips zusammenschneidet zu einem coolen Video und die lade ich dann auch hoch. Das heißt, ich suche jemanden, der wirklich, oder ich suche zwei, ich will lieber 2 Leute haben, die das machen. 2 Leute, die öfter mal, ich habe schon wieder Katze, ey. Dieses zufällige Kit-System funktioniert mal so überhaupt nicht gut. Jetzt raus.
Also suche ich auch noch welche für Twitch, wie ich gerade auch schon erwähnt habe, die meine Twitch-Clips schneiden. Das wären ungefähr, denke ich mal, 2 Personen. Ich werde euch auch unten in die Videobeschreibung 3 Sachen hineinpacken. Das wäre das erste. Also alle 3 Sachen, die ihr cutten könnt, um mir zu zeigen, ob ihr zu mir passt. Die erste Sache wäre natürlich dieses Video hier, genau dieses Video hier. Uncut unten in der Beschreibung. Und ansonsten noch ein Suro-Video, also ein Suro-Livestream. Den könnt ihr euch auch runterladen und auch diesen schneiden, wenn ihr euch rantraut. Auch noch meine Clips, die auf Twitch sind, die könnt ihr euch auch runterladen. Da weiß ich jetzt leider nicht, wie das geht, aber es müsste irgendwie funktionieren. Die könnt ihr euch runterladen und auch daraus ein Clips-Highlight-Video schneiden. Ich werde mir die ganzen Sachen, die eingesendet werden, das könnt ihr mir entweder unten in die Kommentare schreiben, so hey, ja, ich habe jetzt öffentlich ein Video für dich gecuttet, schau es dir gerne an. Oder mir privat über Instagram, Twitter oder Discord schicken. Da müsst ihr mich nicht als Freund adden oder so, da könnt ihr mir einfach so schreiben. Und das werde ich alles auf eine Liste tun und mir in einem Twitch-Livestream zusammen mit den Zuschauern anschauen. Und dann werde ich mich da auch für einen entscheiden. So, ich glaube, war hier irgendwo jemand? Da ist er. Ui, warum hat denn der Schaden bekommen? Oh, lol. Aua. Nee, einfach nee. Guck mal, der Hase. Aua. Ja, nice. Bin ich mal wieder direkt gestorben. Ich spiele jetzt eine Runde Skywars, ey. Oh, was hab ich für ein Kit? Was ist das? Was bringt mir das? Unbreaking, wow. Junge, der Typ, ne? Was ist mit dir? Ich habe keine einzige Kiste bekommen. Ha, dafür habe ich aber besseres Zeug als du. Ich würde sagen, verdient. Und da kommen auch schon Leute, Mate. Ja, cool. Jetzt nochmal ganz kurz. Ich glaube, ich habe alles angesprochen, was ich möchte. Jetzt gibt es vielleicht einige Leute, die sich vielleicht fragen, so ja, auf was soll ich achten? Wie soll ich überhaupt cutten? Das Ding ist, ich finde, ihr solltet euren eigenen Stil beibehalten. Cuttet so, wie ihr gerne cutten würdet. Ihr müsst auch kein Profi in Cutten sein. Wie ihr seht, ich bin auch keiner. Aber auf was man vielleicht mitbringen könnte, wäre halt einfach ein Auge dafür, was ist wichtig im Video, was ist unwichtig. Natürlich mag ich es halt auch, wenn es schnell gecuttet ist, so wie ich es halt ein bisschen cutte. Aber wie gesagt, ihr schneidet einfach so, wie ihr es gerne mögt. Was ich aber auch noch sagen möchte noch dazu, was ich auch sehr cool finde in Videos generell, sind Memes. Also irgendwelche Memes, einfach, die man so einblenden kann, finde ich einfach extrem funny. Könnt ihr auch gerne einbauen, habe ich auch nichts dagegen. Und ich gehe jetzt mal hier rüber. Da sind 2. Schau, wie er jetzt hier rauf geht. Der sucht halt. Und ich habe eigentlich keine Lust auf einen... Deswegen gehe ich jetzt einfach in die Mitte. Sollte eigentlich nichts von der Mitte haben, weil er ihn gesplieft hat. So, aber er ist gestorben. Lol. Er rennt erstmal in die Mitte. Ja, moin. Ja, er will halt mich halt mit der Angel runterspielen, ne? Ja, ich habe ihn dann trotzdem bekommen. Nice. Weiß aber nicht, ob ich jetzt sterbe. Aber ich glaube, ich sterbe nicht dran. Aber werde halt sehr, sehr viel Damage bekommen. Ist schon in meinem Herz. Wer will mich one-hitten? Ja, eigentlich war es das auch mit diesem Thema jetzt erstmal. Ich werde jetzt noch die Runde zu Ende spielen. Ich wünsche auf jeden Fall jeden sehr, sehr, sehr viel Glück. Und ich hoffe, ich habe es verständlich für jeden ausgedrückt. Es war nicht zu chaotisch. Und Grüße an den Schnitt gerade, die das Video hier gerade cutten. Okay, dann gehe ich wieder. Ich muss eh essen, okay. Oh, ich hätte mich nicht einmischen sollen. Ich hätte mich nicht einmischen sollen. Oh, ich hätte mich einfach nicht einmischen sollen. RIP, ey. Gut, dann vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das chaotische etwas hier trotz dessen gefallen. Ich wünsche nochmal allen Teilnehmern viel, viel Glück. Und wir sehen uns dann entweder auf Twitch wieder. Also falls ihr, ne, ich streame momentan sehr viel auf Twitch. Schaut doch gerne mal dort vorbei. Und wenn nicht, dann sehen wir uns beim neuen Video wieder. Bis dann. Tschüss.